Stefan und heute möchte ich mit Ihnen eine Crème Brûlée mit Ananas-Passionsfrucht-Ragout zubereiten. Dazu machen wir ein Kokosnusseis und einmal eine Kokosnuss-Espuma. Viel Spaß beim Zuschauen! Für unser Dessert brauchen wir eine Crème Brûlée. Die haben wir ja schon mal, ich meine, in der Weihnachtszeit zusammen gekocht. Da können Sie dann nachschauen bei mir auf der Website, da finden Sie das Rezept dazu. Ich habe die jetzt gestern Abend gemacht. Ich lasse sie gerne über Nacht im Kühlschrank, aber Sie können sie auch morgens für den Abend machen. Geht auch. Einfach kühl stellen. Dann brauchen wir für unser Ragout eine Ananas. Ich habe jetzt eine Baby-Ananas geholt. Für 4 Personen reicht mir das. Eine reife Mango, 2 Passionsfrüchte. Hier habe ich jetzt ein bisschen Passionsfruchtsaft. Machen wir zuerst mal die Chips. Dass Sie mal das kennen. Das ist gar kein Hexenwerk. Gut, die Aufschnittmaschine ist fast. Er muss, weil sonst kriege ich es nicht so dünn her. Unsere Ananas schälen wir ab. Aber kann man auch wieder sehr gut vormachen. Hält sich im Kühlschrank auch über Tage. Man darf einfach nie mit einem heißen Löffel oder mit den Fingern dran. Das verträgt es halt nicht. So, Ananas haben wir geschält. Für unsere Ananaschips habe ich hier einen Läuterzucker vorbereitet. Das kennen wir auch. Das ist einfach immer Zucker, Wasser, gleiche Teile. Ich habe jetzt gerade mal 40 Gramm gemacht, das reicht noch. Das soll nicht zu heiß mehr sein, weil da tun wir jetzt die Ananas ganz fein schneiden und dann da kurz einlegen. In der Zwischenzeit habe ich meinen Ofen auf 100 Grad Umluft angemacht, für die Chips nachher zum Trocknen. Chips mache ich jetzt ein paar mehr. Der ein oder andere bricht vielleicht gerade. Wenn die gerade so knapp sind mit 4 Personen. Sehen Sie das? Lege ich jetzt gerade so ein. Dann legen wir sie auf unserem Backblech. So ein bisschen abstreifen, braucht gar nicht so viel. Jetzt haben wir unsere Ananaschips soweit fertig. Jetzt geben wir sie in den Ofen, 100 Grad Umluft. Der Ofen kleinen Spalt offen lassen am besten. Immer mal wieder gucken, ob sie dann schon getrocknet sind. Wichtig ist, der Ofen einen Spalt offen lassen. In der Zwischenzeit können wir jetzt hergehen und unser Ananas-Passionsfrucht-Ragout schneiden. Ananas haben wir ja schon geschält. Jetzt gehen wir her und unsere Mango halbieren. Dann nehmen wir einen Sparschäler und dann tun wir unsere Mango schälen. So, jetzt haben wir unsere Mango geschält. Die haben wir rechts und links, das ist so ein ovaler Kern, wo die Mango hat, oder? Und da fahrt man so rechts und links dran durch. Dann hat man die zwei schönen Teile und ich habe jetzt hier noch das, was da noch dran war. So, man möchte es ja auch richtig schön schneiden heute mal. Also, dann tun wir das mal auf die Seite. Dann schneidet man das in kleine Würfel. Ich könnte es jetzt mit der Aufschnittmaschine machen, weil ich sie eh gerade da habe. Aber ich zeige es Ihnen jetzt so. Streifen. Und dann in Würfel. Jetzt nehmen wir unsere Mango-Würfel. Geben wir ein bisschen von unserem Passionsfruchtschü dazu. So kann man es auch gut aufheben, es schmeckt auch gut. Jetzt gehen wir her, nehmen wir unsere Ananas. Wäre halt schön, wenn sie auch richtig süß sind. Das ist jetzt halt bei der Baby-Ananas eigentlich immer so. Muss man keine Angst haben, dass sie sauer ist. Schneiden wir auch Würfel. Zwischenzeitlich habe ich mal meine Ananaschips einfach gedreht, bevor sie ganz trocken sind und dann, je nachdem, lösen sie sich schwer dann vom Pergament oder vom Backpapier. Ananas dazu. Wenn man jetzt möchte, könnte man da noch eine halbe Vanillestange mit reinmachen. Wird auch noch sehr gut passen, aber muss nicht sein. Noch ein bisschen vom Saft.
gehen wir her, nehmen wir unsere Passionsfrucht, halbieren sie, nehmen wir mal einen Kaffeelöffel und natürlich gerade so die Kernli rausnehmen. Das Weiße will ich gar nicht, nur die Kernli und der Saft. Das ist jetzt was richtig schön Fruchtiges, säuerhaltig auch von den Früchten her. Passt optimal nachher zu der Crème Brûlée, die ist ja eher süß. Kokosnusseis ist auch süß, aber mit dem zusammen richtig lecker. Das könnt ihr jetzt in ein Glas abfüllen oder in eine Schüssel, im Kühlschrank ohne Probleme. 4-5 Tage, je nachdem sogar noch länger. Wenn jetzt einer meint, es wäre zu sauer, ein Schuss Läuterzucker dran, aber ich will die Säure zum Dessert nachher passt, auch zum Espuma. So, unsere Ananas-Chips, ja gut, die waren jetzt doch eine halbe Stunde im Ofen, aber jetzt sind sie trocken. Jetzt gehen wir her. Nehmen wir sie gerade weg. So, jetzt sind wir schon fertig, können wir schon anrichten. Nehmen wir ein bisschen Rohrzucker. Abbrennen, gucken, dass es nicht schwarz wird. So, reicht schon. Jetzt gehen wir her. Unsere Crème Brûlée von unserem Ananas-Passionsfrucht-Ragout. Reicht für unseren Espuma, da machen wir auch gerade ein bisschen von dem Ragout unter rein. Schmeckt sau gut nachher. Und da gebe ich jetzt noch ein wenig geröstete Kakaobohne dazu. Das tut so ein gewisse Crunch geben nachher, wenn sie da von dem Espuma dann da runtergehen. Auf einmal merken sie irgendwas Festes. Super geil. Dann da ein bisschen die Stazie, damit unser Eis hält. Unseren Ananas-Chip, ein bisschen was von unserer Minze, ein bisschen Butterzucker. Sieht das nicht lecker aus? Unseren Espuma, gut schütteln nochmal. So, wir sind am Ende angekommen. Wir haben angerichtet unsere Crème Brûlée mit Ananas-Passionsfrucht-Ragout, Kokosnusseis mit dem Ananas-Chip, dazu eine Espuma von der Kokosnuss. Die Rezepte finden Sie auf meiner Website. Ich hoffe, Sie hatten Spaß beim Zuschauen. Bis bald, euer Stefan.